Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch heute Morgen um 5 Uhr zu einem Special-Vollmond-Tagesimpuls aus dem Lenormand. Heute findet ja der gewaltige Vollmond im Zeichen des Widders statt. Und viele von euch haben kommentiert, dass ihr ebenfalls nicht viel Schlaf findet, ja. Also da musst du mal auf dich achten, ob du dann tagsüber müde bist. Denn wenn du nicht müde bist, dann braucht dich das auch gar nicht so zu stören. Dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass du momentan so ein bisschen voller Tatendrang steckst. Ja? Denn es gibt zwei unterschiedliche Schlaflosigkeiten, sage ich mal. Die eine ist ja eher die, dass du nachts aufwachst und sofort anfängst zu grübeln. Dann wälzt du dich hin und her, kannst nicht mehr schlafen und bist tagsüber echt erledigt. Ja. Aber es gibt auch die Schlaflosigkeit und die empfinde ich gerade so. Ich war heute auch um 4 Uhr wieder wach, aber ich habe dann einfach das Gefühl, ich kann jetzt aufstehen, meinen Tag beginnen, einfach loslegen mit den Sachen, die für mich wichtig sind und bin tagsüber auch nicht müde. Ich gehe dann zwar abends schon relativ zeitig ins Bett, ja, damit ich meinen Schlaf habe, aber da kannst du mal in dich hineinfühlen, wie das bei dir ist, ja. Und wenn du eher die zweite Schlaflosigkeit empfindest, dann nutze diese kraftvolle Vollmondenergie heute gut für dich. Und genau das frage ich in diesem Special einmal aus dem Lenormand und wir bitten dann noch um eine Eulenkarte aus den Eulen der Glückseligkeit. Ich frage, wie können wir diese Widderenergie am heutigen Donnerstag, den 1. Oktober, gut für uns nutzen? Und da haben wir den Baum. Das ist eine Karte im Lenormand für die Spiritualität, für ja, dein Leben, der Lebensbaum, aber auch für diese Stabilität in dir selbst. Ich hatte jetzt die ganze Zeit schon das Gefühl, dass diese Vollmondenergie wirklich positive Impulse ins Kollektiv bringt. Und der Baum bestätigt das, ja. Also werde dir heute auch immer wieder bewusst, du selbst bist deines Glückes Schmied, du bist für dich verantwortlich und wenn du Zeit und die Möglichkeit hast, dann geh vielleicht mal einmal raus. Der Baum bringt hier auch einen Hinweis darauf, dich zu erden, ja. Wenn du vielleicht einen kurzen Spaziergang machst oder die Möglichkeit hast, eben einen Ausflug in die Natur zu machen, dann nimm das heute wahr. Erde dich immer wieder, fühle die Verbindung zur Natur. Das wird dir heute gut tun. Wir bitten um eine zweite Karte. Okay, hier kommen die Wolken. Das heißt, es könnte sich heute für dich auch die Frage bei einem bestimmten Thema stellen, wie entwickelt sich das weiter? Und das passt sehr schön zu dem Baum. Denn wenn du in dir selbst eine gewisse Stabilität findest, ja, wenn du in dir selbst Halt hast, dann ist es in solch unklaren Situationen nicht so schlimm. Denn du weißt, wie immer sich diese Situation auch entwickelt, du kannst in dir ruhen, du bist fest in dir verankert. Ja? Jetzt schauen wir mal, vielleicht bekommen wir noch einen Hinweis, um was es hier gehen könnte. Was könnte vielleicht unklar sein? Da wollten gleich zwei Karten gleichzeitig fallen. Da haben wir den Schlüssel und den Hund. Okay, es könnte vielleicht um eine Freundschaft gehen. Ja? Der Hund steht im Lenormand sehr oft für eine Freundin oder einen Freund. Ja? Und der könnte der Schlüssel zu etwas sein. Also das heißt, wenn dir heute nicht ganz klar ist, wie sich eine Situation weiterentwickeln könnte, kannst du diese Vollmondenergie eventuell dazu nutzen, einen Freund oder eine Freundin zu kontaktieren und um Rat zu fragen. Ja? Es könnte auch sein, das kommt mir gerade sehr, sehr stark der Impuls, dass du in einer Situation, in der es Unklarheiten gibt, von einer vertrauten Person einen Hinweis darauf erhältst, wie sich diese Situation entwickeln könnte. Vielleicht wird dir etwas mitgeteilt, vielleicht hörst du etwas von einem Freund oder einer Freundin oder insgesamt einer vertrauten Person. Die scheint heute für dich der Schlüssel zu sein, um etwas mehr Klarheit in einer bestimmten Situation zu erlangen. Für alle Seelenpaare könnte es natürlich sein, denn der Baum steht auch für das Karma, dass diese vertraute Person heute bin, beziehungsweise der Micha und ich, die dir heute in dem Video, das wir heute noch machen werden, zur Energie des Mondes im Kollektiv der Seelenpaare, eine Schlüsselbotschaft überbringen, ja, wie es sich vielleicht in einer Situation zwischen euch weiterentwickeln könnte.
Das aber nur am Rande für diejenigen, die in einer Seelenpartnerschaft stecken. Und an der Unterseite haben wir den Sarg, der steht für Transformation. Wir dürfen also diese Widder-Vollmond-Energie heute wieder dazu nutzen, unseren Transformationsprozess voranzubringen. Das heißt, uns aus Situationen zu befreien oder fernzuhalten, die uns nicht gut tun, und stattdessen Situationen aufzusuchen, sich mit Menschen zu umgeben, die uns gut tun, die uns bestätigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Also eine schöne Energie. Und jetzt fragen wir nochmal nach den Eulenbotschaften. Welche Eule hat denn heute noch eine Botschaft für uns, für diesen Widder-Vollmond? Jawohl, wir gucken mal. Das ist diese kleine Eule, hier heißt es: Alle Wege führen zu dir, früher oder später. Wähle weise. Das ist eine tolle Botschaft, vor allem zu dem Baum. Ja? Alle Wege führen zu dir, früher oder später. Wähle weise. Wähle weise deinen Weg. Ja? Und eigentlich ist das nochmal ein kleiner Hinweis darauf, gerade um den Weg zu dir einzuschlagen, ja, und in einer Situation stabil zu bleiben, bei dir zu bleiben, könnte heute ein Freund oder eine vertraute Person ein Schlüssel dazu sein. Ja? Also eine kraftvolle Tagesenergie. Ich wünsche euch sehr, dass ihr die für euch nutzen könnt, und vielleicht sehen wir uns ja später noch in unserem Reading, welchen Einfluss hat dieser Vollmond auf das Kollektiv der Seelenpaare. Jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Bis bald, die Uli.